Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. So, wir sind hier unterwegs in Norwegen, glaube ich, ne? Und haben jetzt noch eine Tour von 11 Stunden vor uns. Haben jetzt gerade eine lange Schiffsreise gemacht, sind also entsprechend ausgeschlafen und Altkunststoff transportieren nur. Okay, das ist nicht so viel. So. Blinken. Und Handbremse lösen und Gang einlegen. Wäre beides eine gute Alternative. So. Ach, Handbremse war schon. So. Sehr gut. Fahren Sie mit Licht? Ja, machen wir. Wir können gar nicht anders. Bei der Dunkelheit jetzt. Ja, ich bin noch mit Schneemod und Pro-Mods unterwegs. Und Schneemod enthält halt auch so ein Dunkelheitsmod. Also er macht das Ganze ein bisschen dunkler. Was ich aber völlig okay finde. Da kommt keiner. Nimm diese Ausfahrt. Machen wir. So, dann gucken wir mal, wo wir. Hoppala, hier wollte ich nicht. Wo wir langfahren müssen. Wie viel Restzeit haben wir eigentlich noch? 52 Stunden. Einmal werden wir noch pennen müssen, das passt. Das ist natürlich der Vorteil der langen Fährfahrt, ne? Dass wir da richtig ausgeschlafen dann ankommen. Ja, gucken wir mal, ob wir das jetzt in der heutigen Woche schaffen, aber müsste eigentlich machbar sein. 11 Stunden sollten wir ein bisschen Glück in der nächsten Folge fertig kriegen. Wir müssen halt gucken, ich da muss aufpassen, dass ich nicht zu schnell fahre, weil ich habe vor mir Polizei. Die kassiert uns wieder sofort. Immer geradeaus. Oder vor uns nicht, aber wenn wir halt vorbeifahren. So, jetzt sind sie. Jetzt können wir auch wieder 80. Machen wir mal ein Tempomat rein. Achtung, achten Sie auf die aber nicht gerade bei. So. Jetzt ist okay. Und gucken, dass wir Richtung Süden kommen, ne? Aber wir bleiben im Norden, also fürs Finnland. Finnland fahren wir, glaube ich, hin. Oder Schweden. Norwegen, ich weiß es nicht. Sehe ich das hier? Kemi. Ich weiß nicht, wo Kemi liegt. Ich weiß, dass wir im nordischen Bereich bleiben. Aber das ist auch alles. So, und ich weiß, dass wir hier nicht mit 80 um die Kurve bügeln sollten. Das wäre auch nicht so gut. Deswegen machen wir es auch nicht. Kurvige Strecke. Ein bisschen schade, dass es jetzt dunkel ist, aber ja. Ist halt so, ne? Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich kann es nicht ändern. Und das Schöne ist, das Speichern funktioniert so reibungslos, kein Ruckeln, nichts mehr. Also es hat was gebracht. Das ist richtig gut. Hätte ich schon viel früher mal ausprobieren oder nachgucken sollen. So,
In der Kurve ist jetzt natürlich schlecht überholen, ne? Vor allen Dingen, wenn Gegenverkehr kommt. Riskieren was? In der Hoffnung, dass nichts kommt, weil ich habe es auch keine Lust, hinter dem herzuschleichen. Und wir haben halt deutlich leichtere Ladung, ne? Also wir können halt schon ein anderes Tempo fahren als der da. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, machen wir. By the way, SCS hat ein neues DLC rausgebracht. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Paint Job DLC mit 10 mal Ukraine. Und die Erlöse aus diesem DLC werden also auch gespendet an die Ukraine. Also auch wieder eine schöne Aktion von SCS Software. Ja, wer es haben möchte, kann sich natürlich das über Steam dann entsprechend holen. Ich habe es mir auch geholt. Muss mal gucken, wenn wir hier an der Werkstatt vorbeikommen, dann werden wir auch mal den LKW umgestalten. Mit den neuen Paints. Mal gucken, was da Schickes dabei ist. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal an der Werkstatt vorbeikommen. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Tanken brauchen wir nicht, pennen sowieso noch nicht. So, Kreisverkehr, ne? Oder? Ja, Kreisverkehr. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Machen wir. Du wartest bitte, danke. Nimm diese Ausfahrt. Machen wir. Es wird ein langsamer vor uns. Ich kann hier aber auch schlecht überholen. Weil wir jetzt natürlich eine langgezogene Rechtskurve haben. Und das ist eher ungeil, da zu überholen. Vielleicht fährt er aber ja nachher geradeaus. Da ein Tana-Bu. Vielleicht haben wir da ja... Oder so. Oder er biegt hier ab. Demnächst links abbiegen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich wurde schon darauf hingewiesen. Danke, Helga. Biege nach links ab. Ich wurde darauf hingewiesen. Hinter uns ist nämlich Polizei. Hier dürfen wir 60. Immerhin. Ich könnte mal Licht machen, ne? Oh, da kommt... Gegenverkehr. Naja, nicht gerade Gegenverkehr, aber... Hier war eine Werkstatt jetzt schick. Wir würden gerne einen anderen Paint, mal also andere Lackierung drauf machen. Aber müssen wir warten, bis eine Werkstatt da ist. Schauen wir mal. Ja, vielleicht haben wir Chancen, dass wir den hier jetzt gleich überholen können.
Dann hätten wir nebenbei auch Achtung, die Polizei hinter uns weg. Entschuldigung. Die Geschwindigkeitsbegrenzung. War nicht gut. War ganz und gar nicht gut. Hätte nicht sein müssen, ne? Aber ja, ich wollte halt dran vorbei. Im Real Life hätte ich es nie gemacht. Da wäre mir sowas natürlich, aber hier kann, außer dass man Aufliegerschaden oder sonstigen Schaden angezeigt bekommt, ja zum Glück nichts passieren. So, da kommen wir an eine Grenze. Welche Flagge ist jetzt was? Demnächst links abbiegen. Ja. Soweit kann ich folgen. Biege nach links ab. Machen wir. Finnland. Okay, wir kommen nach Finnland. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das heißt, wir waren jetzt in Norwegen noch, wenn ich das richtig weiß, sehe. Und kommen jetzt nach Finnland. Da steht es jetzt auch. Das haben wir in der Gegenrichtung nicht angezeigt bekommen, oder? Habe ich das nur übersehen? Immer geradeaus. Ja, machen wir. Ich hätte es hier nach einer Werkstatt gucken können, nicht Nuss, ne? Naja. Gucken wir am... Upsala. Wäre aber so, wie es aussieht, keine gewesen. Gut. Da wäre keine gewesen. Dann, ja, gucken wir. Warten wir mal, bis die nächste irgendwann kommt. Hoffen, dass bald eine kommt. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. War keine Absicht. War absolut keine Absicht. Ich bin ja auch mal sehr, sehr gespannt, wann jetzt die 1.44 kommt. Ob die im American Truck Simulator wieder früher kommt als im Euro Truck oder ob die zeitgleich kommen. Und ja, ich gehe mal davon aus, wenn dann die 1.44 da ist, dann wird auch das Russland DLC kommen. Das werden wir hier auch spielen. Auch jetzt schon spielen, definitiv. Weil, wie man auch an vielen Orten liest, das ist nicht Russlands Krieg, das ist Putins Krieg. Und deswegen spielen wir's. Ziemlich vertrocknete Wälder, so wie das, was man sehen kann. Wäre schön, wenn es jetzt heller wäre, aber es dürfte bald hell werden. Wir haben jetzt schon 5 Uhr morgens. Okay, bis gegen 8 dauert es, bis es hell wird. Weil so genieße ich es momentan schon sehr, dass es hier im Real Life, wir haben jetzt Anfang März, 6. März, dass das schon wieder merkbar oder spürbar früher heller wird, also morgens um 7, Viertel vor 7, halb 7 so rum, da ist schon angenehme Helligkeit. Finde ich mega, freut mich sehr. Macht das Ganze halt sehr viel angenehmer. Und ja, dauert dann leider nicht mehr ganz lange, bis die Uhr mal wieder eine Stunde vorgestellt wird. Und
dann Sommerzeit ist. Das heißt, dann ist es erstmal wieder morgens dunkel. Aber ja, dann auch nur noch eine Frage der Zeit, bis es dann auch morgens, wenn ich losfahre, um 5:30 rum hell ist. Oder, ups, deutlich heller. So dass man halt gut was sieht. Lindegas. Eine lange Kurve. Aber doppelte Linie heißt, ich darf halt nicht überholen, ne? Und ich bin ja auch nicht mal eben schnell an dem LKW vorbeigehuscht. Ich brauche halt einfach die Zeit, bis ich daran vorbei bin. ...730 PS hin oder her. Ich müsste doch mal wieder ATS spielen. Auch schon länger nicht mehr gespielt. Aber momentan mache ich gerade so viel für die Videos hier auf dem Kanal. Und spiele ja nebenher auch immer noch ein bisschen Lumberjack Dynasty. Da muss ich ja. Oder da will ich ja so weit spielen, bis. Bis ich den Hof kaufen kann. Aber da brauche ich halt noch eine Weile für. Ich glaube bei 100. Knapp unter 170.000. Restsumme bin ich im Moment. 250 war der Startpunkt. Aber ja, ich kriege gerade irgendwie nicht so viel gescheite Tagesaufgaben dort, als dass ich da wirklich finanziell gut weiterkäme, und habe halt auch nicht jeden Tag Zeit zum Spielen. Da, eine Werkstatt. Ich sehe eine Werkstatt. Ich weiß, wo wir hinfahren. Immer geradeaus. Warum bremst der auf mal so ab? Ich will zwar in die Werkstatt, aber nicht um zu reparieren. Mein lieber LKW-Fahrer. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Mit dem Röckchen bei den Temperaturen. Minus 11 Grad haben wir. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Nimm diese Ausfahrt. Mir wäre das zu kalt. Entschuldigung, Helga, aber ich muss hier gerade mal. Ich muss hier zur Werkstatt. Ich muss da gerade mal was erledigen. Wo ist die hier, ne? Ja. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ja, aber erst machen wir hier mal. Wir können einmal Wartung machen. Ja. Wenn wir schon hier sind, machen wir das mit, ne? Und da will ich jetzt hin. So, jetzt gucken wir mal. Inhaltefilter, alle deaktivieren. So, die gibt es jetzt nämlich hier neu, die Ukraine Paint Jobs. Davon nehmen wir jetzt auch mal einen. Sind es nicht unbedingt die hübschesten? Der ist eigentlich okay. Kann ich die Grundfarbe ändern? Nee, das geht nur hier, ne?
Hier kann ich sie ändern. Da kann ich aus dem Weiß dann Rot machen. Oder ein Ich überlege gerade, nehmen wir den hier oder nehmen wir den? Ich glaube, wir nehmen den. Mit dem Weiß bin ich hier nicht so bestellen. So, das war's. Einmal umlackiert. Fahrt vorsichtig. Ja, machen wir. Ja, da ist jetzt natürlich nicht wirklich viel zu sehen. Um nicht zu sagen, gar nichts. Licht könnte ich anmachen. Das wäre eine echte Alternative, ne? Da ist frei. Biege nach rechts. Da auch. So. Dann sind wir wieder auf Tour. Gucken wir uns das Ganze mal bei Tageslicht dann demnächst an. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Ja, machen wir. Da ist frei. Nimm diese Ausfahrt. Kurve. Kurve. 6.11 Uhr. Ah, die sind alle so mit kurzen Röcken unterwegs. Mutig, mutig. Oh, ich hatte schon Fernlicht an. Ups. Oh, mein Tempomat ist wieder raus. Okay. Achso, das glaube ich immer, wenn man in der Werkstatt war, ne? Ich meine mich da dunkel dran zu erinnern, dass der dann rausgeht. Oder halt, ja, also resettet wird. So, das war das Wort, was ich suchte. Und wie ich sehe, ist die Zeit auch schon lange, lange wieder um. Wir machen deswegen auch Schluss mit der heutigen Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.